Ja, ich glaube, die kann ich wieder abreißen, die, ne? Mal ein bisschen abwarten. Darstellte Kommunikatoren hier. Tobi, das hast du letztes Mal gebaut, die Kommunikatoren, oder? Ja. Passt, ja. Ich überlege noch gerade, weil mir das, die Insel da überhaupt nicht geläufig war gerade. Außer von der Biokost die Ecke. Energieversorgung mangelhaft. Ach komm, Tobi. Hm? Ernsthaft? Was denke ich jedes Mal, wenn ich das Video an, wenn ich Videos von dir angucke. Das ist zu traurig, ey. Schau dir mal den Namen der Insel an. Oh Gott. Da hat jemand Komplexe. Ich wusste, dass es alternative Wege gibt. Diese Orte sind das beste Beispiel dafür. Mein Gott, darf ich mir ein Riesenhandelsschiff bauen? Die haben gar kein Riesenhandelsschiff, ne? Nein. Produktion gestoppt. Wir haben nur die Cargo Line, aber den kannst du dir sehr gerne bauen. Dann gehe ich ein bisschen verhandeln. Wie gesagt, wenn du willst, kannst du dir sehr gerne so einen Cargo Liner bauen. Okay. Wir brauchen mehr Sägewerke. Ich habe nur gerade einen Haufen Holz hochgeschleppt, deswegen. Wir brauchen mehr Sägewerke. Wir haben 4. Wir brauchen mehr Säge. Ach Klappe. Wir die verkaufen. Bilder braucht Bauzellen, Fisch und Holz. Gut, ich und Erdbeerkäse. Oh Gott. So ein Erdbeerkäse, ey. Alles Erdbeerkäse. Ja, Tobi, ich bin ja Bronze 2 gelandet, ja? Obwohl ich nur 3 Spiele gewonnen hatte. Tobi ist Silber 1, also... Ja, aber der spielt ja auch jeden Tag. Ja, ich spiele auch jeden Tag und bin Bronze 4, danke. Bin ich jeden Tag? Ich bin nicht mal annähernd jeden Tag. Nur weil du gestern mal nicht gespielt hast. Ja. Ey, komm, ich hab Leute in der Friendlist, die haben 1000 Ranks schon. So ja, ich mein Gott. So viel hab ich nicht mal Normal Games, wie manche Leute jetzt schon Ranks haben. Die sind. Da war einer im Krankenhaus schneller als ich, okay? Aber selbe Stelle. Ich. Ich wollte es genau dahin pflanzen, plötzlich steht es da und ich die Taste drücke. Nein, aber wie kann ich sagen? Aber wie gesagt, du machst dich über andere Leute lustig, Matthias, dass die Bronze 4 sind, obwohl die scheiße sind und du freust dich zum Bronze 2 Kampf und ich bin aber auch im Bronze 4, ich bin auch scheiße. Yay! Du bist aber nicht ganz so scheiße wie er. Lass es mich so sagen. Doch, sonst wäre ich nicht im Bronze 4. Ich meine, klar, als Support ist es scheiße schwer, ein Spiel zu carryen, aber ich schaff's ja nicht mal als Mitte oder Toplane. Bei dem Yorick Game hast du auch so versagt. Ja, ich. Bei dem Yorick Game, aber ich habe zum Beispiel jetzt 2 Spiele mit Ari bereits hinter mir, die ich verloren habe, obwohl ich meine Lane gewonnen habe, und zwar haushoch. Ja, du brauchst eine Portion New Meta. Ich finde es trotzdem gut, dass ich besser als die eine besagte Person bin. Die eine besagte Person? Ja, dein ehemaliger Klassenkollege. Ich glaube zumindest ehemaliger Klassenkollege. Was? Auf jeden Fall Yves ehemaliger Klassenkollege, über die bin ich mir nicht sicher. Der immer noch überzeugt ist, dass er bessere Let's Play, dass alle denken oder alle finden, dass er bessere Let's Plays macht als wir.
Und alle seine drei Abonnenten stehen hinter ihm. Ich kann ihn auch gleich deabonnieren, wenn ihr das wollt. Abonniert? Kann sein, auf einem von meinen 15 YouTube-Accounts. Uns geht der Tee aus. Uns geht der Tee aus, das ist unmöglich. Das ist Tea Time. Los, ist die Handelsroute überlastet, oder? Läuft da überhaupt noch eine Handelsroute? Ja, wir haben auf der einen Insel 170 Tonnen, wir brauchen so ein fettes Schiff dafür. Ich baue einfach bei der Handelsroute aus. Glasiger Tee, da ist noch ein Slot frei, da habe ich einfach einen zweiten Slot für den Tee rein, fertig. Fertig. Guck mal, wie schnell das Schiff fährt, Leute. Fertig, so. Welches Schiff? Das Titanic. Aber wie glaubt... Warum sollte Mark jemals mal eine Klasse gewesen sein? Wie lange hast du das eigentlich gebraucht? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass er mit Eve in der Klasse war. Ja. Ja. Arme Eve. Hat Eve deswegen die Schule gewechselt? Ja. Nein, keine Ahnung. Ja! Nein, keine Ahnung. Aber kann gut sein. Also packen wir es an. Würden wir nicht alle deswegen die Schule wechseln? Oh. Das sind aber harte Worte hier. Oh, krass. Ich sehe schon kommende Zivilrechtsklage. Eine ihrer Aufgaben ist noch unerledigt. Ach, halt doch die Klappe, Eve. Könnte ich mal um einen Gefallen bitten? Können wir 20 Tonnen Pasta-Gerichte hinbringen? Nein. Dreimal? Ah, nein, die brauchen wir. Okay, wir brauchen eine Lieferung in Empfang und müssen in drei Positionen bringen. Easy, GG, surrender, 20. Oh Gott, ich glaube, Roll nimmt ein bisschen überhand gerade. Ja, das ist echt, das ist kein Let's Play. Ah, no, das ist Let's Commentate, lol, random shit. Ja. Ich glaube, das sollten wir ein bisschen zurückfahren damit. Das ist... Krishna, er ist der Krishna, der wahre Krishna. Wer in meinem Sammelsurium an Waren stöbern will, hat jetzt die Gelegenheit. Spicer. Wie schnell ist das Scheißschiff denn, bitteschön? Das welche? Was zum? Das Kaso oder was? Oh mein Gott, ist das schnell. Kann ich dich mal um einen Gefallen bitten? Wir sind hier für diese Aufgabe einfach nicht richtig ausgestattet. Welches ist voll unfair, Alter? Wer das Schiff ist? Ja, welches ist voll... Ja, das Kaso natürlich. Das Kaso. Ja, ich hab doch gesagt, ich hab 30% Upgrade geholt. Ja. Das sieht aus wie 150%. Er sieht in Wirklichkeit auch 130. Nein, aber wie 150% Bonus drauf. Achso. Ja. Ist ein echter Gewinn für die Eden Initiative. Gesundheitszustand der Bevölkerung stabilisiert. Gott sei Dank. Nein! Eine Sekunde zu spät. Oh Gott. Wann spielen wir eigentlich mal die Kampagne im Koop? Um Viertel nach niemals. Ah, gut. Du kannst es ja gern solo durchspielen, ich habe das leider schon angetan. Achtung, Produktionsstillstand. Ganz ehrlich, die Kampagne ist mehr oder weniger ein Tutorial, also... Bilanz. Werte steigen. A, du kannst nichts falsch machen und B, du machst alles richtig, also von daher... Naja, am Schluss wird's ein bisschen happig. Was, das jetzt Homebomben fallen oder was? Werte steigen. Auch nicht wirklich.
Also ich habe keine Probleme damit durchzukommen. Absolut. Ja, keine. Also nicht mal anstrengen müssen. Das klingt jetzt auch überhaupt nicht arrogant oder so. Konzentrier dich voll auf die Aufgabe, dann wird das schon. Also, wenn es etwas arroganter klingen sollte, habe ich natürlich auch einige Möglichkeiten. Das klingt ja auch nicht wie ein Franzose, oder? Oh no, 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 no. Natürlich nee, non. Oder ein bleu baguette fromage. Das ist genauso wie ich kann Russisch. Was kannst du? Wodka. Fahrzeug unter Beschuss. Was? Mit dem. Okay, 10, 10, 10 und. Ja, kannst dich anlegen. Easy. Haben wir eigentlich einen Reparaturkran? Schon ja, wohl, haben ne? wir. Wo denn? Bei Chaos, die. Also Leute, schreibt mir Kommentare, ich brauche Namen für Schiffe. Anschauen allein ist zwar ganz nett und Daumen hoch geben ist auch ganz nett, aber ohne dass ihr einen Kommentar schreibt, kann ich keine Dingens erstellen, keine Namen für euch. Also keine Schiffe oder Inseln nach euch benennen und das ist dann natürlich dementsprechend zäh. Welcher Abonnent heißt Speaker? Keiner. Mir fehlen Namen, ich sag euch, ich brauche mehr Namen. Warum haben wir von plus 1600 sind wir auf einmal bei minus 1000, minus, ah, schon gut. Der T war ganz gerade ganz knapp. Weil ich mich frage, warum. Ey, wer hat mein Schiff umbenannt? Welches? Pika. Das war dann Tobi. Namen. Das Ding braucht Weile, obwohl ewig Zeit haben wir auch nicht. Moment, wie war das? Hier könnte ihr Name stehen, oder wie? So, wenn du nochmal einen Geschwindigkeitsboost oder so findest, wir bräuchten einen für die Handelsroute für das Schiff Necro 33. Wobei, da muss ich das Schiff jetzt sowieso austauschen, sonst wird das nichts. Da brauche ich jetzt nämlich einen vierten Slot für die Bierdrinks. Da haue ich die Bit-G-Bit rein. Wir haben keine Bauzellen mehr. Die sind jetzt auf Charter. Aber ich nehme gleich welche mit. Weil ich werde gleich Häuser aufsteigen lassen, außerdem, das ist wieder an der Zeit. Sehr schön. Das finde ich in Anno 1701 so toll, dass du die ganze Stadt aufsteigen lassen kannst, nicht nur so einen Prozenthöllensatz. Sieht zwar unrealistisch aus, aber du kannst die wesentlich schöneren Städte bauen.